Servus Freunde und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge Race Room Racing Experience. Wir sitzen diesmal in der 2014er ADAC GT Masters und sehen hier einen Mercedes SLS AMG. Diese werden wir heute aber nicht kutschieren, sondern wir werden den Wagen kutschieren, der nur in der 2014er Saison unterwegs war, und zwar der McLaren MP4-12C GT3, den werden wir ja heute fahren. Und dementsprechend werden wir ja noch das Fahrzeugsetup anpassen, was sprittechnisch angeht, weil 18 Runden werden wir wahrscheinlich nicht drehen. Ich gehe eher so von maximal 12 Runden auf. So, wir gehen hier zurück und gehen mal hier auf Fahren. Und dann schauen wir mal, was das Ganze hergibt. Spiegel haben wir hier leider keinen. Das ist super optimal. Warum das Ding keinen Spiegel hat, frage ich mich jetzt schon ein bisschen, aber. Oder wir haben eine super Sicht aus dem Fenster hier. Wir müssen mal aufpassen, hier geht es nämlich gleich wieder ums Eck. Und der 12C fährt sich schon geil. Ihr wisst ja, ich bin eher einer, der eher die erste Runde etwas langsam angeht. Beziehungsweise auch ein bisschen vorsichtiger. Zweite Runde werden wir jetzt dann alles riskieren, alles attackieren. Beziehungsweise fangen wir jetzt schon damit an. Im letzten Sektor. Um nochmal alles so richtig auf Betriebstemperatur zu bringen. Und ja, jetzt zählt's. Jetzt gehen wir in die fliegende Runde rein. Und dann sehen wir auch, wie viel man genau für diese eine Runde des Tracks hier braucht. Wie schnell das man hier wirklich ist. Und dementsprechend werden wir dann das Ganze auch rundentechnisch vom Sprit her einstellen. Aktuell spielen wir nicht ganz vorne bei der Musik mit. Und das werden wir diese Runde auch nicht mehr, sondern wir müssen noch einmal eine dranhängen. ADAC Young Generation, genau das, ja, das sind wir auch mit 20, also ich glaube, da gehört man auf jeden Fall noch zur jungen Generation dazu. Jemand, der mit 20 Jahren schon in der ADAC GT Masters fährt, der ist, glaube ich, eh extrem früh bereits hier dran, in der mehr oder weniger Königsklasse der GT-Liga mitzufahren, beziehungsweise Königsklasse der GT3-Liga, würde ich jetzt mal behaupten. Die erste Kurve war jetzt doch ein bisschen spät angebremst. Aber schauen wir mal, was das jetzt genau zeitlich gekostet hat. Ungefähr gleich wie vorher. Aber er fährt sich komplett anders wie der GT3, den wir letztens gefahren sind. Er fährt sich sogar irgendwie angenehm. Muss man schon sagen hier. Das Einzige, was mir irgendwie abgeht, sind die Spiegel, weil wir so eine blöde Sitzposition haben. Ich kann das aber leider aktuell nicht umstellen, weil ich es nicht belegt habe. Da schmeißt man die Karre weg. Oh, scheiße, Mann.
So, das heißt noch eine Runde. Ah, die Runden sind 10 Sekunden. Ist doch gut. Jetzt habe ich auch hier einmal passend angebremst. Müsste sich auch zeitlich wieder spiegeln. Er schiebt ein bisschen über die Vorderachse. Also ich habe eher mit einem schiebenden Fahrzeug als wie mit einem übersteuernden Fahrzeug zu kämpfen. Und der erste Sektor ist extrem gut. Jetzt laufe ich in den Verkehr rein, das ist natürlich mehr oder weniger suboptimal. ADAC, immer für Sie da. Ein bisschen so Werbung am Rande. Ja. Ich sag's nochmal an dieser Stelle: Danke an R3E Studios oder generell an Sector 3 Studios, so meine ich, dass ihr mir hier die Möglichkeit gibt, dass ich das Ganze testen darf. Freut mich natürlich irrsinnig. Und jetzt schauen wir mal, was rundenzeittechnisch bei rauskommt. Rang 12 aktuell, das ist nicht das, wo ich hin will, aber ich sehe da vorne. Mit dem Verkehr schaffe ich sowieso nicht, dass ich mich da noch einmal verbessere. Drum gehen wir ja zurück zur Werkstatt. Sagen, beenden wir mal den Durchgang und dann müssen wir uns halt ein bisschen durchs Feld durchschieben. Hier nochmal rein, Fahrzeugsetup. Wir haben gesagt, eineinhalb Minuten in etwa pro Runde. Das heißt, in 3 Minuten schafft man 2 Runden. Wir fahren 12. 3 Minuten, 2 Runden heißt 8. Das heißt, für 9 Runden braucht man Sprit. Dann würde ich sagen, nehmen wir 27 Liter mit. Der 1 Liter mehr macht uns jetzt nicht unbedingt viel schwerer, aber wir haben eine Sicherheitsrunde drin. Dann schauen wir mal, wo wir stehen. Frenzen ganz vorne, das im Doppelback. Dann kommen Hürtgen und Marco Engel. Dann Ludwig, Keilwitz, Sandritter, Buck, Winkelhock, der ist immer noch auf Audi unterwegs, und Van der Linde. Dann Hambrecht, ich, Bastian Engel, Enge, so. Dann Geipel, Dopic, Jan, Assenheimer. Okay, warte mal, was ist das für ein Team? Callaway, sind die mit? Callaway mit 3 Autos damals am Start gewesen. Okay, wusste ich auch nicht. Mit Blackemolen und Lips. Und ja, da haben wir wieder die erste Startreihe von Mercedes. Was ist hier los? Leute, was war da los? Was ist da drüben los? Wir wurden einfach mal am Start ganz nach hinten durchkatapultiert. Und da sind wir wieder auf 10. Gut abgefangen hier den Wagen. Aber was jetzt los war, da wäre ich auch mal neugierig. Nehmen wir die Callaway Corvette. Rang 11 aktuell. Ich weiß gar nicht, wo wir jetzt wirklich gestartet sind, weil es uns gleich auf 20 zurückgehauen hat. Der beste Punkt zum Überholen bietet sich natürlich da jetzt in der ersten Kurve. Außer man verbremst sich so wie ich jetzt aktuell.
So, da sind wir wieder bei derselben Ausgangslage wie vorhin. Wir haben zum Glück bei unserer Bremse gar nichts eingeboost. Die Autos fühlen sich natürlich hier auf dem Nürburgring zu Hause, weil, ja, wer kennt es nicht, das 24-Stunden-Rennen auf der Nordschleife, da ist ja die GT3-Kategorie, die Königsklasse, dort, wo eigentlich, glaube ich, so gut wie jeder Fahrer gerne mal starten möchte. Das sind auch die Autos, die mit am schnellsten um den Ring hier sausen. Für eine neue schnellste Runde reicht es natürlich bei Leinen noch nicht. Also sind wir um einiges langsamer unterwegs. Ich habe mir gedacht, das könnte sich jetzt ausgehen hier in der Kurve. Aber dann doch der Mercedes ein bisschen zu langsam. Dass ich hier die Callaway Corvette dementsprechend überholen hätte können und vorbeigehen hätte können. Normalerweise ja die ADAC GT Masters ein Zwei-Fahrer-Rennen, sprich es gibt ein gewisses Boxenstopp-Fenster zur Mitte des Rennens, dort wird Fahrer gewechselt. Und übernehmen, keine Ahnung, beispielsweise anstelle von Rene Rast Winkelhock, wobei die sitzen ja nicht am selben Auto, aber das ist jetzt nur mal ein Beispiel, das Steuer. Und dann fährt derjenige für den anderen das Rennen zu Ende. Daniel Abt fährt ja zum Beispiel auch in der 2016er Saison oder ist in der 2016er Saison mit Bentley gefahren. Keine Ahnung, ob er es jetzt in der 17er Saison, ob sie wieder an Stellen, in Team stellen. Abt Racing, weil ja Bentley ausgestiegen ist. Aus der ADAC GT Masters. Weiß ich da jetzt gar nicht, ob die da irgendwie ein Team stellen oder nicht. Und da hätte man einen Platz mehr, da sind wir auf Rang 10. Da waren wir ein bisschen weit draußen hier. Es wäre natürlich gut, noch ein bisschen aufzuholen, damit das wir eventuell den Mercedes hier auch noch kriegen könnten. Das ist ja, glaube ich, der Punkt, der auch im, im Z4 war, im letzten GT-Rennen vor uns. Immer gut eine Sekunde hinter dem Mercedes. So zeitlich wäre man natürlich super unterwegs gewesen, aber wir sind leider ausgeritten. Ich weiß gar nicht, sind wir gerade runter abgehoben? Ja. Schwer zu sagen. Winkelhock wieder zu überholen wäre natürlich geil. Wäre so ein bisschen mein Ziel, aber das wird schwer. Der sagt ja immer noch 2,5 Sekunden Vorsprung auf mich und ist halt noch. Ja, es sind nur noch 5 Minuten zu fahren, also.
die Sache, war das Runterspringen in der ersten Kurve abkürzen oder nicht? Ja, war abkürzen, Runde ist ungültig. Wäre wieder eine super Zeit gewesen. Aber schau, wer weiß, vielleicht ist Winkelhock sogar noch möglich. Vor mir fahren würde er jetzt. Aber auch wenn wir uns jetzt hier vorbeigesetzt hätten an ihm. Ja, jetzt geht es sich aus, jetzt geht es sich aus. Hier, was jetzt mit Winkel los war, weiß ich nicht. Ich bin in meine Kurve gefahren, ich konnte mich auch nicht auflösen. Oder hat einfach solche Probleme gehabt, dass ihn der Buck noch überholt hat. Wir sind immerhin auf Rang 8. Ich kann es aber auch leider nicht mit dem Spiegel sagen, weil so einen besitze ich nicht. Zumindest keinen einsehbaren. Ja, eine 1.28.2 reicht doch nicht für die schnellste Rennrunde. Und einer von den zwei Frenzen ist ja schon mal weit zurückgefahren. Also entweder von der Pole auf 6 oder von 2 auf 6. Eine Runde geht's dann noch, vermutlich. Komm, 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 komm. 27,6 reicht leider auch nicht für die schnellste Rennrunde, also Halleluja. Da haben wir Rang 7 ergattert. Ich glaube, da hängen wir sogar noch eine Runde hinten dran. So, den Frenzen natürlich noch holen wäre geil. Also Rang 6, das wäre natürlich Bombe. Ich weiß gar nicht, wovon ich jetzt wirklich gestartet bin. Aufgrund des einen Unfalls, Zwischenfalls, so muss ich sagen. Ja, da hätten wir jetzt die Chance gehabt, dass wir die Callaway-Korvette noch mitnehmen. In dieser einen Kurve, aber da habe ich selbst ein bisschen vergeigt. Dafür haben wir es jetzt hier.
Komm! Nein, 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 nein! Haben wir beide nichts davon. Da geht's natürlich jetzt zurück hier. Und alle Plätze weg. Also das war jetzt Rang 6, was ich hier gehabt habe. Ja. Also habe ich mir fast gedacht, dass das hier in die Binsen geht. Ja, egal, trotzdem glaube ich ein super Rennen gewesen. In der letzten Runde nochmal alles riskiert, nochmal die Chance gehabt, auf Rang 4 von zu fahren. Die Chance habe ich versucht zu nutzen. Dementsprechend ist es dann auch schief gegangen. Und ja, mit Rang 11 darf ich aber auch nicht jammern. Also Rang 11 ist auch ein super Platz eigentlich. Wenn man bedenkt, wir sind von 20 dann schlussendlich gestartet wegen eines Fehlers und dann doch noch hier auf Rang 11 ins Ziel zu kommen. Und dessen hier mehr die Callaway Corvette hinten reinfährt ins Heck. Ja, ich bedanke mich bei euch fürs dabei sein. Wenn dir das Video gefallen hat, wäre natürlich ein Däumchen nach oben super. Und ja, ich würde mich auch über ein Abo oder eine weitere Empfehlung freuen. Ich bin jetzt an dieser Stelle raus, verabschiede mich, sag tschüss und ciao. Und ja, man sieht sich im nächsten Video. Ciao Leute.